Köller Mauna, Bastenflosser des Weinviertels in der Lormgrui in Unterstinkenbronn. Der Motorsägen Holzschnitzkünstler Harry Raab, auch Wuthari genannt, aus Niederleis, fertigte aus einem Eichenstamm eine wunderschöne Holzskulptur zum Thema Köller Mauna. Am 15. Juli 2013 begann der Künstler Harry Raab mit der Bearbeitung des Eichenstammes. Nach dem Rohschnitt vor Ort in Unterstinkenbronn wurde die Skulptur in das Kunsthausatelier von Harry Raab nach Niederleis gebracht und hier dann fertiggestellt. Am Samstag, den 3. August 2013, war es dann soweit. Aufstellung der Skulptur am Vormittag und offizielle Enthüllungsfeier am Abend.